So, meine lieben Freunde, willkommen zum 8. Part von Star Wars Knights of the Old Republic. Leider ist das so gekommen. Ihr fragt euch sicher, wo ich hier bin. Die letzte Aufnahme, ich habe sie zweimal gemacht und zweimal ist die Aufnahme mittendrin irgendwie abgebrochen. Es gab irgendwelche Fehler. Dann war ich hier gewesen, an dem Standpunkt auf der Ebon Hawk. Und habe das Spiel gespeichert. Das heißt, ich kann nicht mehr zurückkommen dahin, wo wir vorher waren. Yay! Okay, was ist seitdem passiert? Kreia hat das sicher für uns geopfert gehabt. Diesen Sith, den wir gesehen haben, das ist ihr Schüler. Gegen den hatte sie nicht mal einen Kampf. Er hat nur sein Laserschwert gezückt und hatte ihr die Hand abgeschnitten. Was wir dabei gemerkt haben, ist, dass ich, also unser Charakter Nier und Kreia anscheinend irgendwie verbunden waren, weil als ihr die Hand abgeschnitten worden ist, hat mein Charakter das auch gespürt. In der Zwischenzeit, wo Kreia sich die Hand abhacken ließ, haben wir, ich und Etten, uns auf den Weg gemacht, um zu unserem Raumschiff zu kommen. Unterwegs haben wir noch unseren kleinen Astromech-Droiden T3 gefunden, den wir uns kurzerhand mitgeschnappt haben. Vor dem Raumschiff der Ebon Hawk, da ist er übrigens, hi T3. Vor dem Raumschiff der Ebon Hawk haben wir uns einen Kampf geleistet gegen Sith-Soldaten, also keine Sith an sich, sondern nur Soldaten mit Schwertern und so. Und haben die zerfetzt. Gut, und jetzt sind wir hier auf unserem Raumschiff. Tja, was soll ich noch sagen? Wir haben beim Abflug vom Asteroiden, wurden wir von der Harbinger noch verfolgt, genau, von diesem riesigen Raumschiff. Und um die abzuhängen, haben wir das komplette Asteroiden-Minenfeld gesprengt, was ihr ja auch in dem Video kurz am Anfang jetzt gesehen habt. Und jo, jetzt sind wir hier. Es tut mir mega leid, ne? Aber sowas kann halt auch nur mal passieren. Und wenn ich zum Speicherstand zurückkommen könnte, würde ich es tun. Kann ich leider nicht. Ja. Aber nun ja. Dann würde ich sagen, fahren wir mal fort. Wir sind auf dem Schiff Ebon Hawk. Level up. Und, jo. Schauen wir doch mal. Sprengstoff, Bewusstsein, Überleben. Überreden, nicht überleben. Mal ein bisschen überreden hier. Ein bisschen Sprengstoff. Nein, verletzt dahin. So. Talente. Was ist eigentlich das? Beidhändig kämpfen. Ah, wenn wir... wir haben ja noch eine zweite Vipro-Klinge. Eigentlich müssten wir doch mit der... Was ist das? Lichtschwert erforderlich. Schleudert dein Lichtschwert. Ah, okay. Machen wir mal Machtschrei noch. Annehmen. Eben. Daran habe ich ja noch überhaupt gar nicht gedacht. So, jetzt haben wir zwei. Ganz cool. So, ich werde diesen Part auch übrigens etwas kürzer halten, aufgrund, dass ich erstmal schauen will, ob alles funktioniert. Und ab dem nächsten Part geht es dann wieder gewohnt ungefähr mit 20 Minuten weiter. So. Ein Droide. Das könnten die Reste einer HK-Einheit sein. Allerdings ist sie älter und rostiger als die Einheiten, die du auf der Pegasus entdeckt hast. Der Energiekern ist immer noch aufgeladen, aber wie es scheint, fehlen einige kritische Komponente. Reparieren, Droide überprüfen. Dem Droiden scheinen vier kritische Komponente zu fehlen. Der Prozessor, ein Chassis, der in der Chassis eingesetzte Kontrollknoten und der Vokapulator. Reparieren, nimm den Vokabulator und setze ihn in den Kern ein. Oh, ich habe einen Vokabulator. Du hast den Vokabulator in den Droiden installiert. Sauber. Okay, anscheinend kann ich noch im Laufe der Zeit Teile für diesen Droiden bekommen. Und ist natürlich cool, wenn man so einen dabei hat.
Schauen wir uns doch mal ein bisschen hier auf unserem Schiff um, ne? Zeig mal Karte. Ah, das muss erstmal erforscht werden. Hier hinten wäre der Antrieb. Sehr schön. Was haben wir hier? Ein paar Frachträume. Oh, Kreia, wie geht's dir denn so? Wollt ihr noch mehr antworten? Ich fürchte, ich habe keine mehr. Wenn ihr eure Hand meint, das war eure Entscheidung. Natürlich war es das. Ich wusste, was nötig ist. Und dass ich nur zwischen euch und ihm stand. Diese Wunde betrifft nur meinen Körper. Sie wird mit der Zeit verblassen. Es musste sein. Manche Lektionen lernt man nur durch Opfer. Das ist so, das ist so. Ich spürte den Verlust eurer Hand. Was wäre geschehen, wenn ihr gestorben wärt? Dann betrachtet den Schmerz als Lektion. Ich brauche weder eure Arroganz noch eure Vorträge. Ihr seid es, der ausgebildet und geleitet werden muss. Meine Liebe, du weißt nicht, mit wem du da sprichst. Ich bin dein Vater, Mann. Und wenn ihr gestorben wärt? Ich weiß es nicht. Ich fürchte, dass das schlimmere Folgen gehabt hätte. Wenn du mich mit umgebracht hättest, dann wäre was passiert. Wäre das mein Tod gewesen? Vermutlich. Und ich fürchte, das gilt auch umgekehrt. Ich will es aber nicht ausprobieren. Und das solltet ihr auch nicht. Ich werde einen Weg finden, diese Verbindung zu kappen, meine Liebe. Ich will nicht, dass mein Leben mit eurem verbunden ist. Ihr irrt euch, wenn ihr denkt, dass mir die Verbindung mit euch Freude bereitet. Ich habe genauso wenig darum gebeten wie ihr. Mir scheint, dass in Zeiten der Anspannung und der Schmerzen, wenn wir unvorbereitet sind, der Schmerz von einem auf den anderen übergeht. Okay. Ich habe nie zuvor von einer solchen Verbindung gehört. Weder in den Holocons noch in der Geschichte der Jedi. Ich gebe zu, dass das auch mir verborgen ist. Aber die Bindung ist stark und wurzeltief. Wie es scheint, fließt die Macht zwischen uns. Wenn einer von uns die Macht manipuliert, um sich zu heilen oder zu stärken, profitiert auch der andere davon. Also habe ich wenigstens Vorteile. Du und Kreia verfügt über eine spezielle Machtverbindung. Setzt einer von euch eine Machtfähigkeit ein, profitiert auch der andere davon. Eine mächtige Technik, in der Tat. Aber wie wir wissen, hat sie auch ihre Nachteile. Okay, das gut. Ich denke, ich habe erstmal genug gehört. Ihr solltet diesen Dummkopf im Cockpit an unser Reiseziel erinnern. Ich möchte nicht, dass er den Kurs ändert. Okay. Na, dann werde ich mal zu ihm gehen. Wenn er das versucht, schlage ich in den Schädel ein. Nehmt euch vor ihm in Acht. Ich traue ihm nicht. Und das solltet auch ihr nicht. Jemand wie er dient zuerst sich selbst und dann seinen Verbündeten. Oh, noch einen dunklen Punkt bekommen. Sehr schön. Haha, es wird langsam, aber sicher cool. Okay, also, haben wir das Schiff jetzt inzwischen erkundet? Komplett? Ah, da hinten können wir nochmal schauen, was es da so gibt. Da geht's raus. Und was haben wir hier noch? Einen weiteren Schlafraum. Also, in dem letzten Let's Play ist nicht viel passiert. Das ging auch nicht lang, das ging, glaube ich, nur 13 Minuten. Wir waren wirklich kurz vor der Ebbenhauch gewesen. Ja, ist halt schade, dass das passiert ist, aber na gut. Dann schauen wir doch jetzt mal, wo ist hier... Oh, was haben wir denn hier noch? Sicherheitssystem. Kamerasteuerung. Okay, ich kann einfach auf die Kameras zugreifen hier anscheinend. Gut. Also gut. Gehen wir mal zurück zum Atten. Oh, Galaxiekarte. Zeig mal. Ist gesperrt. Atten? Wie geht es unserem Passagier? Altert sie immer noch? Es geht ihr gut. Sie muss sich nur ausruhen. Sie hatte viel zu sagen. Sie ist rätselhaft wie immer. Für jemanden, der nichts zu sagen hat, sagt sie ziemlich viel. Ja, dir vielleicht. Ich höre nur Dummkopf oder Idiot. Sie kann froh sein, dass sie eine Jedi ist. Sonst hätte sie längst jemand erschossen. Wie alt mag sie wohl sein? Sie war sicher mal hübsch. Aber wenn ich mir ihre Falten ansehe, hatte sie ein verdammt schweres Leben. Oh, hübsch. Seid ihr verzweifelt? Hey, ich hab dich aus dem Knast geholt.
Wenn unser Computer funktionieren würde, kämen wir jetzt schon im roten Sektor von Nar Shaddaa aus dem Hyperraum. Vorher hätte ich natürlich erst diese alte Hexe aus dem Schiff geworfen. Hört auf zu plappern und fliegt das Schiff. Das nennst du fliegen? Das ist gar nichts. Wenn Peragus außer Telos noch einen Ort in die Astrogationskarten eingetragen hätte, würden wir dorthin fliegen. Ah, Peragus, wenn du Peragus hieß für der tot Ort, hältst, nicht Pegasus. Ist Telos eine sterbende Welt, die sie wiederbeleben wollen. Wir müssten bald da sein. Du kannst unseren Kurs meinetwegen auf der Sternkarte überprüfen. Sie hängt an der Wand hinter dir. Okay, das mache ich. Also, was ist passiert? Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten. Komm mir nicht so. Auf Peragus wäre ein Lichtschwert ziemlich oft verdammt nützlich gewesen. Ja, das stimmt aber. Wo hast du es? Lasst mein Lichtschwert aus dem Spiel. Echt? Ich dachte, ein Jedi wäre mit seinem Lichtschwert verheiratet. Tja, falsch gedacht. Hattest du ein einfaches oder eines mit einer Doppelklinge? Ich erinnere mich nicht und es ist mir egal. Ich dachte, einen Jedi und seine Klinge kann man nicht trennen. Mit der Klinge hast du einen Teil von dir selbst verloren. Lass die Fragerei, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ach, vergiss einfach, dass ich was gesagt habe. Wie gesagt, du kannst unseren Kurs auf der Sternkarte an der Wand hinter dir verfolgen. Sehr schön. Ah, hier ist die Ebonhawk. Telos, Citadel Station. Klima, künstlich geschaffen. Es scheint so eine Art. Keine Ahnung. Gelände, Raumstation, Andocken, Landebucht. Wollen wir mal hinreisen? Ja, ich denke schon, oder? Gibt es noch was zu tun? Zeig mal, hast du noch was wir zu sagen? Wir müssten bald da sein. Du kannst unseren Kurs meinetwegen auf der Sternkarte überprüfen. Sie hängt an der Wand hinter... Ah, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Let's go. Mach ich. Die Sache gefällt mir nicht. Wenn die denken, dass wir die Explosion... Oh, da kommt das Empfangskomitee. Vielleicht wissen sie noch nicht, was los ist. Also Mund halten. Ich bin Lieutenant Graham, Telos Security Force. Ich habe Befehl, euch in Gewahrsam zu nehmen, weil ihr die Peragus-Mine zerstört habt. Endlich mal ein paar Menschen und nicht immer nur so Droiden und Sith und ach, Minen. Also, wie lange wird das dauern? Aufgrund der Art der Untersuchung kann ich keine genaueren Zeitangaben machen. In der Zwischenzeit werden euer Schiff und eure Droiden sichergestellt. Ja, du auch. Du bist ein Droide, also wirst du sichergestellt. Außerdem müsst ihr eure persönlichen Waffen und Rüstungen bis zum Abschluss der Untersuchung abgeben. Das ist empörend. Ihr könnt uns doch nicht einfach verhaften. Ihr seid die einzigen Zeugen der Zerstörung der Treibstoffmine. Es ist deshalb erforderlich, euch hier unter Arrest zu stellen, bis wir genauer über die Ereignisse Bescheid wissen. Okay, die denken, dass wir diese Asteroiden zerstört haben, was wir auch haben, aber die wissen ja nicht den Grund, warum wir das gemacht haben. Das kommt überhaupt nicht in Frage, wir gehen. Seht euch um. Selbst wenn ihr uns alle ausschaltet, deaktivieren wir einfach das Magnetfeld und ihr werdet ins All geschleudert. Also macht uns bitte keinen Ärger. Na gut, ich gehe. Aber auf die eine oder andere Art werdet ihr dafür bezahlen. Angesichts der momentanen Situation rate ich euch, einen etwas höflicheren Ton an den Tag zu legen. Meine Leute werden euch eure Waffen und Rüstungen abnehmen. Ja, super. Folgt mir. Und ich lande wieder im Knall. Okay. Na gut. Okay, was sehen wir da? Unser Schiff. Hey, was machst du da? Geh da weg. Das ist mein Schiff. Hallo. Okay. Was war das jetzt? Wir wissen es nicht. Ihr werdet hier nur kurz festgehalten. Die Unterkunft für euch und eure Gefährten wird in diesem Moment vorbereitet. In Kürze wird euch jemand in ein Apartment in Wohnmodul 082 bringen. Okay. Ein Energiekäfig, das ist lächerlich. Wie gesagt, das ist nur eine Zwischenlösung, bis wir etwas anderes gefunden haben.
Tut mir leid, aber bis dahin müsst ihr unsere Gegenwart ertragen. So sei es, aber ich werde das nicht vergessen. Leute, ihr wisst nicht, mit wem ihr euch da anlegt. Ich werde euch alle Tja, wir bleiben wohl ein Weilchen hier. Machen wir es uns gemütlich. Super, in einer Energiezelle, wo man nicht mal die Wände anfassen darf. Also ich gehe mal davon aus, dass man da irgendeinen Stromschlag oder so kriegt. Jemand nähert sich. Okay. So, das ist also der letzte Jedi. Also ehrlich gesagt hätte ich mehr erwartet. Woher weiß der das? Lasst mich aus diesem Käfig, dann sehen wir, wie enttäuscht ihr seid. Das bezweifle ich. Aber immerhin scheint ihr Mut zu haben. Die Exchange hat ein Kopfgeld auf Jedi ausgesetzt. Ihr seid ziemlich wertvoll. Die Geno Haradan, wie? Ihr hört euch an, als wäre es eine Ehre, einer dieser Totenanbeter zu sein. Hä? Es ist eine Ehre. Nur wenige werden auserwählt. Euer Kult tötet doch nur für Geld. Ihr seid die billigsten und wertlosesten Söldner der Galaxis. Da würde ich ja noch lieber einen Mandalorianer anheuern. Kein Mandalorianer kommt einem Jünger der Geno Haradan gleich. Kein Mandalorianer hätte in diese Station eindringen, die Identität einer Wache annehmen und... Und was? Wolltet ihr die Energiefelder unserer Käfige überlasten, damit es nach einem Unfall aussieht? Okay, die sind anscheinend verfeindet. Wagt ihr es nicht, gegen mich zu kämpfen? Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, aber ihr habt recht. Vielleicht ist eine persönliche Lektion angebracht. Der Typ wollte uns umbringen. Bringen wir es hinter uns. Los, Jedi. Zeit zu sterben. Ach komm, Hey, lasst ihn in Ruhe. Ihr wollt kämpfen? Dann kommt her, wenn ihr euch traut. Das macht ihr kein zweites Mal mit mir. Will der jetzt gegen uns alle drei kämpfen? Früher oder später werde ich euch alle vernichten. Eine alte Frau, ein Narr und ein gefallener Jedi sind keine Gegner für mich. Oh, Junge, wie sehr du dich doch irrst. Ich würde das nicht tun. Nimm die Hände weg. Dummer Junge. Let's go. Und los. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ja, der hat doch überhaupt gar keine Chance. Oh, schön, er hat ihn voll in die Fresse. Überwachungskameras, hä? Was? Was ist hier los? Mann am Boden, schnell, einen Sanitäter! Okay, Jedi. Geht langsam zurück in den Energiekäfig. Aber so, dass ich eure Hände sehe. Wenn ihr kooperiert, müssen wir euch nicht erschießen. Kommen Sie, Lieutenant. Sie sind schon tot. Wer ist das? Ist das Batu Reb? Beeindruckend. Ihr habt es einen Attentätern gestattet, sich bei euch einzuschleusen. Ah, das war ein Attentäter. Reb ist kein Killer! Batu Reb ist weg. Er dürfte nicht mehr auf der Station sein. Er ist es nicht. Schön, dass jemand merkt, nachdem er versucht hat, mich zu töten. Schön, dass jemand das merkt. Wir haben ein Apartment im Wohnmodul 082 vorbereitet. Ihr steht dort unter Hausarrest, bis unsere Untersuchung Wir haben ihn umgebracht und stehen unter Hausarrest. Ihr steht unter dem Schutz der TSF. Wenn ihr das meint. Ich werde persönlich TSF. Alle Besucher überprüfen. Okay. Wir gehen dieser Sache auf den Grund, so gut wir können. So gut ihr könnt, klingt nicht gerade zuversichtlich. Kein Kommentar. Bringt mich einfach in mein Quartier. Officer, bringen Sie Lieutenant Yima den Bericht über diesen Zwischenfall. Sie kümmert sich darum. Der Rest kommt mit mir. Wir bringen euch zum Apartment in 082. Na dann, folgen wir doch mal unserem Lieben. Das ist für die Dauer eures Hausarrestes eure Unterkunft. Zwei Beamte werden vor der Tür Wache stehen. Ich überprüfe alle Besucher, damit es keinen Zwischenfall gibt. Könntet ihr uns ein paar Blaster hier lassen? Nur zur Sicherheit. Was? Nein. Ja, egal. Ich leg die alle so um. Jetzt aber raus hier. Gehen wir. Das ist nicht gut. Wir müssen hier weg. Das besprechen wir später. Schwer zu sagen. Ich fürchte, wir dürfen nicht zu lange an einem Ort verweilen. Obgleich uns unser Weg hierher geführt hat. Ich muss ein wenig meditieren. In der Zwischenzeit sollten wir uns ausruhen. Ja, nur zu. Meditiert ruhig. Ich könnte auch eine Mütze Schlaf ertragen. Zu Bett gehen. Okay, und die meditieren einfach, oder wie? Im Chor. Ah, Leute. Gut. Ich würde sagen, wir unterbrechen an dieser Stelle die Aufnahme und beenden das Let's Play. Weit sind wir gekommen. Und ja, ich hoffe, euch hat der 8. Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2 gefallen. Und ihr schaltet wieder zum nächsten Teil ein, wenn es wieder heißt, Leute zermetzeln. Keine Ahnung, irgend sowas. Und auf jeden Fall, danke fürs Einschalten wieder, wenn es euch gefallen hat. Warum gehst du nicht einfach ran?
Hört sich nicht so an, als würden sie uns einfach in Ruhe lassen. Also unterbrichst du mich einfach? Ja, ist schon gut. Also wie gesagt, ich würde sagen, haut rein, Leute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oder je nachdem, wann ihr einfach dieses Video guckt. Ciao.